Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei Ü40 Zocken. Ja, ihr seht, auch mich hat die Neugierde auf das Winterprojekt wieder zurück in Division 2 getrieben. Der gute Nerd hat ja unermüdlich, wie es nun mal seine Art ist, heute Nacht schon mal den ersten Teil, also das erste Projekt in seinem Video veröffentlicht. Da haben wir die, ja, Santa-Mütze bekommen, die aber die meisten von uns wahrscheinlich, wenn sie schon länger mit Division 2 spielen, eh schon haben, zusammen mit den anderen Klamotten, die ich jetzt schon mal passend zu dem Ereignis angelegt habe. Das zweite Projekt ist ein bisschen besser gemacht, also man muss tatsächlich dafür etwas machen. Und zwar befinde ich mich hier auf dem Weihnachtsmarkt südlich vom Weißen Haus. Also ihr rennt einfach hier raus und sucht euch dann das Karussell. Hier haben wir es. Und links neben dem Karussell seht ihr dieses rote Paket. Und wenn ihr da hingeht, dann könnt ihr damit interagieren. Ich persönlich habe das schon gemacht. Deswegen passiert jetzt bei mir nichts. Wenn ihr das aber das erste Mal macht, bekommt ihr einen sogenannten Vorratsbehälter oder im Englischen Supply Stash. Das ist etwas, was ich eigentlich, glaube ich, selber noch nie gesehen habe. Das Ganze sieht vom Logo aus wie ein exotisches Material, also so ein Diamantensymbol. Und was ihr danach machen müsst, ist, ihr geht ganz einfach in eure Projekte rein, sucht euch wieder das Winterprojekt Schnitzeljagd. Und hier seht ihr schon, als Belohnung gibt es dafür nämlich das Jingle Bells Emote. Das werden wir uns auch gleich mal holen. Und dann gehen wir auf Spenden ansehen. Und hier ist dieser Vorratsnachschub Behälter, den wir gerade eben aus dem Paket rausgezogen haben. Wir spenden ihn. Und Peng. Das Ganze ist abgeschlossen. Projekt beendet. 49.000 XP und die Weihnachtsglocken. Und die Weihnachtsglocken schauen wir uns doch gleich mal an. Bekleidung. Emotes und dann müsste hier irgendwo Weihnachtsglocken sein. Da ist es. Und zwar rüsten wir das aus hier in den dritten Slot. Und schon haben wir das Emote, was wir schon aus dem ersten Teil kennen. Ja, und damit lasse ich euch auch schon wieder allein. Ich muss nämlich in einer halben Stunde gleich zur Arbeit. Ich bin noch überhaupt nicht vorbereitet. Ja, so ist das halt als Zocker. Ich wünsche euch einen wunderschönen Nikolaustag. Ich hoffe, ihr habt eure Stiefel schon rausgestellt und dass ihr auch brav wart im Jahr. Sonst kommt nämlich der Knecht Ruprecht und verprügelt euch ganz bitter mit seiner Rute. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis bald. Wir sehen uns in einem meiner Videos. Und bleibt gesund, viel Spaß beim Joggen. Tschüss, euer Ü40.